Ladies and Gentlemen, willkommen bei einer neuen Folge von der Corey Sanchez Show. Ich hoffe, ihr seid alle gesund. In dieser Folge begrüßen wir den grössten Filmkritiker aller Zeiten. Wir sprechen über sein neues Kinderbuch, fragen uns, was Revolution bedeutet, für das schnellste Interview der Welt, philosophieren über Ideologien und ihre Auswirkungen und haben zum Schluss noch eine echte Prise Poesie im Haus. Ladies and Gentlemen, jetzt zu unserem Gast. Er ist der Filmkritiker überhaupt, schreibt Bücher, betreibt mehrere Podcasts, gibt Vorträge auf den Brettern, die die Welt bedeuten, ist in Sachen Mode ein Trendsetter und singt den Song «Ich war noch niemals in New York», meiner Meinung nach sogar noch ein bisschen toller als das Original von Udo Jürgens. Er ist der Mann, mit dessen Content ich hunderte von Stunden verbracht habe. Er ist der einzige wahre, der einmalige, der unvergleichliche Wolfgang M. Schmidt. Wolfgang. Hallo Corey. Wie geht es dir? Nach einer solchen Anmoderation hervorragend und auf Schweizerdeutsch klingt alles noch mal eleganter. Ich bin begeistert und liebe die Schweiz ja ohnehin und freue mich, wenn auch nur digital heute in der Schweiz bei den Eidgenossen zu Gast zu sein. Danke dir vielmals. Dann hast du die Anmoderation gehört. Ich war mir ehrlich gesagt gar nicht sicher, aber das freut mich natürlich sehr. Endlich hat es geklappt. Wir haben dich schon mal in unsere Live-Show eingeladen. Das war im Grand Casino in Baden mit Publikum. Da hat es irgendwie dann nicht ganz gepasst und so. Und jetzt, 2 Jahre später, bist du da. Auch wenn nur digital. Das Live holen wir dann noch nach. Wir werden dich wieder einladen in die Schweiz. Schön, bist du da. Ich habe 1000 Fragen. Ich weiß, das ist nicht ewig Zeit. Ich musste mich auf ein paar Fragen konzentrieren. Erste Frage, bevor wir einsteigen, aber mein Topic der Woche, die Olympiade und die kontroverse Eröffnungsfeier. Kannst du da 2, 3 Sachen dazu sagen, bevor wir einsteigen und ich mit den Fragen an dich beginne, wie du das erlebt hast? Die ist ja ziemlich um die Welt gegangen. Die Olympischen Spiele an sich gehen an mir vorüber. Das, was ich zunächst wahrgenommen habe, war selbstverständlich der Auftritt von Céline Dion, weil das interessant war, ob sie es schaffen wird, das große Comeback hinzulegen. Das ist ihr geglückt. Und dann habe ich im Nachhinein erst diese ganzen Diskussionen um die Frage, ist das das letzte Abendmahl, ist das die Verunglimpfung des Abendlandes oder was auch immer dort bei dieser Eröffnungsshow stattgefunden hat, habe ich erst im Nachhinein dann auf Twitter und sonst wo als Kontroverse ein wenig nachvollzogen, aber mir war es dann auch recht schnell zu bunt, weil ich das sehr müßig finde, Diskussionen dort zu haben in dieser Art, als sei eine kulturelle Hegemonie dort zu verteidigen oder aufrechtzuerhalten. Die Olympischen Spiele in ihrer ganzen Verfasstheit sind ein buntes Durcheinander und insofern glaube ich, hat diese Eröffnungsshow das wiedergespiegelt und ich glaube auch, dass man an diesem unendlichen Referenzsystem, das da aufgemacht wurde, sodass die Leute sich plötzlich nicht mehr einig waren, ist das nicht das antike Griechenland oder ist das schon das letzte Abendmahl, zeigt es, dass die Popkultur heute einen solchen Aufstand der Zeichen produziert, dass man gar nicht mehr die Bedeutung herauslesen kann, wie ich habe dort einen Rembrandt und die Bedeutung dieses sakralen Gemäldes ist nun folgendes, sondern ich habe eigentlich so eine Überproduktion von Zeichen, dass ich es in jede Richtung lesen kann und sehr schnell dadurch auch skandalisieren kann. Aber mich hat jetzt auch die weitere bildwissenschaftliche Betrachtung doch nicht so sehr interessiert. Ich finde erstaunlich, dass man zum einen dann so eine Lagerbildung beobachten kann, zum anderen aber auch so eine neue Ernsthaftigkeit generell da hineinkommt. Wenn man jetzt mal sich Musikvideos oder Shows aus den 80er Jahren ansieht, dann merkt man dort eine ungeheure Pluralität auch von Männlichkeit und Weiblichkeitsbildern. Und das war nicht in der Weise so ernsthaft politisiert gleich, auch wenn es politisch zu lesen war, wie das nun der Fall ist, dass man wirklich auch aus jeder Mücke einen Elefanten macht. Das hat mich doch wieder überrascht. Aber es hat mich dann auch relativ schnell gelangweilt. Und sofort kommt ja die nächste Zeichenproduktion. Dann ist wieder was im US-Wahlkampf und es geht weiter.
Ja, aber danke für die Ausführung. Das war ja schon sehr spannend zu diesem Thema. Ich komme zu den Fragen an dich. Es war wirklich hart. Ich habe so viel aufgeschrieben, musste so viele wieder streichen. Aber wir wollen kurz zu dem neuen Buch kommen. Die kleinen Holzdiebe und das Rätsel des, ich spreche es jetzt Englisch aus, Juggernaut, welches du mit Ole Nymon veröffentlicht hast, geht um Zusammenhalt und den Mut, etwas zu verändern im Kern. Ist auch in der Buchbeschreibung drin. Was wäre das Schönste, was ihr mit solch einem Buch auslösen könntet? Dass die Kinder von Anfang an merken, dass sie intuitiv richtig liegen. Denn Kinder sind ja ungebildet in dem Sinne, dass sie jetzt nicht jahrelang Bücher gelesen haben, ins Theater gegangen sind, können sie nicht, weil sie so jung sind. Aber intuitiv liegen sie so häufig richtig in der Betrachtung, was ist gerecht, was ist ungerecht. Und eigentlich, wenn man älter wird, verlernt man es. Man gewöhnt sich dann an, über Ungerechtigkeiten hinwegzusehen oder versucht, sie ganz eigenartig zu legitimieren. Und wir wollen eigentlich das in etwas Größeres einbetten. Die Abenteuergeschichte spielt auf einer fiktiven Insel, die heißt Feudalia. Also man kann sich denken, da wird noch anders gewirtschaftet und plötzlich kommt da das, was man wohl Kapitalismus nennen kann. Und es ist aber jetzt nicht ein Buch, das sagt, und dann wurde es schlechter. Denn wir alle haben von den Entwicklungen des Kapitalismus sehr profitiert. Und nicht nur in der Schweiz oder in Deutschland, sondern weit, weit darüber hinaus. Aber es hat natürlich auch dazu geführt, dass neue Zwänge mit hineingekommen sind, dass ein Ausbeutungsverhältnis plötzlich da aufgetaucht ist, dass zum einen mehr Freiheit, zum anderen aber auch den Zwang zur Freiheit bringt und bedeutet natürlich auch, dass man seine Arbeitskraft verkaufen muss. Und dann stellt sich die Frage, ja, zu welchem Preis dann? Und das hört sich jetzt sehr abstrakt an, aber wenn man es mal runterbricht, dann kann man sehr gut Fragen der Gerechtigkeit dort verhandeln. Man kann sehr gut auch erzählen, was haben wir eigentlich für einen Eigentumsbegriff? Wem gehört etwas? Und ab wann ist man zum Beispiel ein Holzdieb und wann ist man es nicht? Und wer legt das eigentlich fest? Und wir haben uns gedacht, über ein Kinderbuch kann man das auch grundsätzlich vermitteln und muss nicht jetzt nochmal nachweisen in 100 Fußnoten, was man alles von Marx und den Seinen gelesen hat, sondern ich glaube, man kann es auch nochmal so auf den Punkt legen, dass nicht nur die Kinder, sondern auch die Erwachsenen davon profitieren. Oder sagen wir so, ich glaube, dieses Buch hätten wir vor 5 Jahren nicht schreiben können, weil es auch ein geistiger Reifungsprozess war, wie eigentlich unser Wirtschaften funktioniert, wo die eigentlichen Probleme sind, die Ausbeutungsverhältnisse sind. Das ist, wenn man so will, auch das Resümee eines längeren Nachdenkens. Wunderschön ausgeführt. Vielen Dank. Ich werde es mir noch holen. Ich hoffe, ganz viele Kinder werden dazu kommen. Ich selbst bin ehrenamtlich Botschafter einer Kinderstiftung seit 2 Jahren in der Schweiz. Das ist mega schön, ist auch ein Traum und ich darf vieles mit Kindern machen und sie erleben. Und ich glaube auch, das Bauchgefühl, die Intuition, die liegt so oft richtig, die verlernen wir im Alter, aber die haben wir als Kind natürlich. Und das ist wunderschön. Also ich hoffe, dass möglichst viele Menschen sich dieses Buch zu Gemüte führen. Danke für die Ausführung. Wir gehen kurz zum Film rüber. Wenn wir schon jetzt bei Büchern waren, warum ist der Film das, sage ich mal, mächtigste, einflussreichste Medium auf dem Planeten und sollten es eben nicht Bücher wie das eure sein? Warum haben wir diesen Status quo? Viele würden schon in Zweifel ziehen und ich vielleicht auch, dass der Film nach wie vor das mächtigste Medium ist, wenn wir an die Videospielindustrie denken, die inzwischen mehr Umsatz macht als die Filmindustrie, dann dreht sich da etwas. Und dennoch kann man sagen, ist der Film, gerade weil er, wenn er dann auch noch im Kino erscheint, solche Aufmerksamkeit konzentrieren kann, so einflussreich, dass er diese Massenwirkung hat. Und das geschieht nicht mehr so häufig wie in vergangenen Tagen, als das Kino so eine völlige Dominanz eigentlich hatte. Die frühen 80er Jahre fallen einem da ein, wo die Blockbuster eine Hochzeit erleben und dann auch über den Erdball allesamt aus Hollywood kommen. Das hat sich ja jetzt auch sehr aufgefächert. Wir haben riesige indische Blockbuster, von denen die meisten von uns hier nie gehört haben. China ist auch eine Hollywood-Fabrik jetzt eine Traumfabrik geworden, die Ästhetiken aus Hollywood übernimmt, aber andere Geschichten erzählt.
Der Film kann aber dann auch wiederum die große Debatte nochmal lostreten, ob wir jetzt an Oppenheimer denken oder an Barbie. Aber es geschieht nur noch selten und funktioniert auch fast nur noch, wenn von außen weitere Effekte hinzukommen. Also bei Barbie hat diese Viralität sehr dafür gesorgt, dass der Kinobesuch an sich ein Ereignis wurde. Ich glaube, was weiterhin am Film so interessant ist, ist, dass er Geld verdienen muss. Ja. Und das hat sicherlich Problematiken. Wir alle kennen solche Ideen von künstlerischer Freiheit und die sind ja auch kostbar und die fördern wir ja auch zum Beispiel in Deutschland und der Schweiz dadurch, dass Theaterzuschüsse bekommen, damit sich nicht alles am Markt behaupten muss. Aber wenn sich etwas am Markt behaupten muss, wie der Film und wirklich ein sehr, sehr breites Publikum ansprechen will, dann muss ein Bedürfnis befriedigt werden, das in der Bevölkerung ist. Aber welches Bedürfnis ist da? Oder noch ein zweiter, es muss ein Bedürfnis geschaffen werden, von dem sehr viele Leute dann plötzlich beginnen zu träumen. Und diese Kunst oder diese Form der Manipulation, könnte man auch böse sagen, ist etwas, was wahnsinnig aufschlussreich ist über den Film. Also warum funktioniert das eine, warum funktioniert das andere nicht mehr? Es ist ja nicht einfach die Entscheidung von ein paar wenigen Köpfen zu sagen, wir reproduzieren jetzt häufig in Serien und Filmen die 80er Jahre. Das funktioniert nur, wenn auch eine gewisse Stimmung in der Gesellschaft da ist. Und diese muss man erkennen. Und deshalb ist mein Interesse über das Ästhetische am Film hinaus auch immer eines, das man als soziologisch bezeichnen könnte. Also was hat der Film uns noch darüber hinaus zu sagen oder was sagt dieses Phänomen gerade über unsere Zeit aus? Und dann muss ich auch sagen, jetzt aus der Rezipientensicht, ist es auch eigentlich noch sehr schön, dass man das in so konzentrierter Form hat, in zwei Stunden oder heute sind ja fast alle Filme ein bisschen länger, aber es ist nicht so wie bei der Videospielindustrie, wo man 30, 40 Stunden damit verbringen muss und die auch sehr aufgesplittert ist. Also wir haben zwar diese immensen Zahlen und sagen, oh ja, alle spielen Videospiele, aber es ist ja nicht so wie beim Kino, dass man sagt, ja, alle, die sich irgendwie ein bisschen für Filme interessiert, werden Barbie gesehen haben, sondern es gibt Leute, die spielen nur Fortnite und es gibt Leute, die spielen nur dies, nur das und es teilt sich dann da sehr auf. Insofern ist das Kino als Ort, ich glaube, mit Streaming gibt es auch so eine Partikularisierung aber das, und Fragmentarisierung, aber das Kino ist immer noch so der Ort, wo sich auch die Gesellschaft trifft. Leider etwas seltener als früher, aber es ist immer noch der Fall. Schön. Schön. Vielen Dank. Wir kommen kurz zu etwas Philosophischem, weil ich die Chance nutzen muss, wenn wir schon über philosophische Themen sprechen. Ich habe viel von deinem Content gesehen und dachte mir immer, diese Frage will ich ihm gerne mal stellen. Ich komme jetzt zu einer ganz großen Frage, eine der großen Fragen. Was sind wir überhaupt? Was sind wir Menschen? Also Fleisch und Knochen, spirituelle Geistwesen, das Experiment einer superintelligenten extraterrestrischen Spezies. Was sind wir aus deiner Sicht? Oder kannst du überhaupt was dazu sagen, was wir Die Frage kommt für mich in einem eigenartigen Kontext, da ich gerade dabei bin, noch einmal alle Alien-Filme zu gucken, denn nächste Woche startet ja der neue Alien-Film und da drängt sich die Frage auf, wer bin ich eigentlich, wen betrachte ich da, wenn ich sage, da ist das andere und das andere aber plötzlich aus mir selbst herauskommt, weil da irgendetwas mir eingepflanzt wurde oder ist das das andere in mir, das schon immer da ist. Ich bin geprägt durch die philosophische Anthropologie von Max Scheler und Plessner, und die schon eine besondere Stellung des Menschen ausmachen wollen. Das heißt, das ist so eine Extrapositionalität, die darin liegt, dass der Mensch über sich selbst nachdenken kann, dass der Mensch über sich hinausgehen kann, was auch bedeutet, dass der Mensch das einzige Lebewesen ist, das sein eigenes Leben beenden kann und kann sich auch für andere Wege natürlich entscheiden als diesen. Aber in dieser Radikalität liegt natürlich so diese Besonderheit, dass man wirklich aus sich heraustritt. Und diese Form, die auch bedeutet Selbstreflexion, Selbstbeobachtung, die sich dann auch in Sprache manifestiert, ist etwas, was uns unterscheidet von Tieren.
Wenngleich Tiere auch noch sehr unerforscht sind, insofern als wir nicht wissen, welche Zustände sind es denn eigentlich. Es gibt ja diesen berühmten Aufsatz, wie ob man sich vorstellen kann, eine Fledermaus zu sein. Und nein, das kann man sich eben nicht vorstellen. Und da hilft uns dann in gewisser Weise auch die Forschung nicht weiter, das andere zu verstehen. Insofern ist die Katze im Alien-Film, ja, die Ripley da so mit sich trägt, ist im Prinzip auch ein Alien. Ja, sie weiß gar nichts eigentlich über diese Katze. Aber das ist sozusagen die eine Komponente. Und dann ist natürlich an dieses Menschsein vieles gekoppelt. Das muss zum Beispiel nicht Spiritualität sein, also die sich jetzt ausdrückt in Religion, aber die Tatsache, dass man über sich hinaus will und dass man gerne auch noch diese Antwort hätte oder dass man damit leben muss, dass es die Antwort da nicht gibt oder dass da keiner ist oder dass man nicht glaubt, dass da einer ist oder vielleicht glaubt man daran, dass da einer ist. Das bedeutet eigentlich, dass wir uns, so wie wir sind, in unserem So-Sein alleine nicht genügen, dass wir also darüber hinausgehen wollen und das macht uns mitunter melancholisch. Das treibt uns aber auch zu großen Taten an und das ist eigentlich dieses Wechselspiel, in dem wir uns befinden. Und wenn man Plessner und Scheler liest, dann ist es so besonders, dass sie uns immer wieder deutlich machen, dass diese Sätze wie hat sich verhalten wie ein Tier, einfach nicht stimmen. Denn ein Tier ist so, wie es ist. Das Tier folgt seinem Instinkt, geht nicht einer Moral nach, dass das Tier bei Kant dann nachgelesen hat oder so etwas. Wenn ein Mensch aber sich tatsächlich wie ein Tier verhält, ja, dann bedeutet das, dass man unter das Tier fällt. Weil das Tier macht das aus einem Instinkt, macht das nicht moralisch oder so. Aber wir fallen dann wirklich unter das Tier. Aber wir können nicht wie ein Tier sein. Und ich glaube, solche Differenzierungen sind ganz entscheidend. Und ein anderer Philosoph, der noch zu nennen wäre, wäre Robert Spähmann, der sagt ja, wir müssen eigentlich von Personen denken und wir müssen von Personenrechten reden. Und was sind diese Personenrechte? Und da geht es auch darum, um Potentialität und Aktualität. Beispielsweise, wenn wir schlafen, sind wir gerade nicht vernünftig. Ja, wir können nicht angesprochen werden, wir denken nicht über was nach, wir reden nicht. Und dennoch, oder wenn wir beispielsweise unter Narkose sind, dann und trotzdem würde man nicht sagen, wir sind dann keine Menschen. Oder würde sagen, da kann man uns töten. Das geht nicht. Ja. Und daran knüpft sich sehr viel an. Kinder, die potenziell natürlich schon alles haben, was ein Mensch haben kann, aber dann nicht aktuell. Und Scheler sagt, wir müssen das aber ausweiten, also auf Personen, dass diese Personenrechte jedem zustehen, egal ob die aktuell da sind oder ob die potenziell da sein könnten. Denn auch jemand, der zum Beispiel eine geistige Behinderung hat, ist vollwertig Mensch. Das ist ganz wichtig zu erkennen. Und bei Spähmann geht es weiter, also wenn wir woanders diese Personenrechte, diese Eigenschaften erkennen würden, zum Beispiel bei Delfinen, so endet er sein Buch über Personen, dann möglicherweise sind das auch Personen. Aber das sind wieder, das geht dann schon sehr in diese Frage, wo sind also die Grenzen? Wir müssen, wir müssen, glaube ich, da uns, also wir brauchen keine Angst haben davor, wenn Delfine auch Personen wären, aber was wir keinesfalls machen sollten, das so alles negieren und dann am Ende sagen, naja, es gibt gar keinen Unterschied zwischen Mensch und Tier oder wie ein Elon Musk das machen würde, der sieht keinen Unterschied zwischen einem Computer und einem menschlichen Gehirn und da gibt es dann doch ganz entscheidende Eigenschaften. Mit Bezug auf Elon Musk könnte man sagen, ja, der Computer handelt wahrscheinlich vernünftiger. Das regt zum Denken an. Wenn wir schon bei dem Thema sind, vielleicht führe ich die nächste Frage aus, weil es ein bisschen zusammenhängt. Du bist für mich eine Art Revolutionär durch das, was du tust, durch die Botschaften, die du verbreitest. Was wäre dann für die Menschen eine wirkliche Revolution? Die KI, das bedingungslose Grundeinkommen, Neuralink, wenn wir schon bei Elon Musk sind, Yoga und Grüntee meditieren oder ganz im Nihilismus hingeben und sagen, okay, nach mir die Sinnflut. Was wäre die größte Revolution? Was denkst du?
Zunächst mal muss ich sagen, ich bin wirklich kein Revolutionär. Ein Revolutionär ist tatsächlich jemand, der da draußen ist und für etwas kämpft. Ich mache Videos und trete einen Podcast auf. Wir wollen es also nicht übertreiben. Jedoch ist es so, dass wir, wenn wir über die Revolution nachdenken, den Begriff natürlich ganz neutral fassen können und sagen, ja, alles ist Revolution, KI ist Revolution, die Smartphone-Revolution hat man vor einigen Jahren gesagt. Naja, ist das alles eine Revolution? Es gibt technische Erneuerungen, die auch ganz radikal sind. Mhm. Aber am Ende muss, wenn wir über die Revolution reden, doch das menschliche Subjekt eine Rolle spielen. Und da ist die Frage, welches positive Bild von der Revolution kann man haben. Und daran schließt sich die Frage, wie wollen wir leben? Und das wiederum bedeutet zu schauen, worum es eigentlich geht. Also geht es darum, dass ich jetzt nur noch in der Hängematte liege, dass die KI für mich alles Mögliche produziert. Es geht ja wahrscheinlich doch darum, würden alle am Ende sagen, dass man etwas Sinnvolles machen kann und dass man etwas machen kann, das einen wirklich interessiert. Ja. Nun sind wir alle davon abhängig, dass es lebensnotwendige Dinge gibt. Das ist einmal, was die eigene Reproduktion betrifft. Man kleidet sich, putzt sich die Zähne etc., geht zum Friseur. Aber darüber hinaus gibt es noch ganz viel Lebensnotwendiges, was verrichtet werden muss. Und damit meine ich jetzt nicht nur die Klassiker, Pfleger, Müllabfuhr, sondern natürlich auch alles, was wir so aus unserer materiellen Welt kennen und benötigen. Und wenn wir darüber nachdenken, dann würden wir sagen, also diese gesellschaftlich notwendige Arbeit muss schon verrichtet werden. Momentan haben wir eine ziemlich klare Spaltung. Es gibt einen Teil der Gesellschaft, der diese Arbeit verrichtet, der wird relativ schlecht bezahlt und bekommt dann ein bisschen Freizeit zur Kompensation. Und dann gibt es viele, die müssen diese gesellschaftlich notwendigen Dinge nicht machen, die verdienen anders ihr Geld oder haben es schon geerbt. Und gerechter oder sinnvoller wäre es natürlich, man würde allen Menschen ermöglichen, dass sie einen guten Teil ihrer Zeit für das aufwenden können, was sinnvoll ist und was sie wirklich interessiert. Und das ist eigentlich ein Konzept, das dann vorsehen würde, dass wir wohl alle ein bisschen gesellschaftlich notwendige Arbeit machen müssten. Ja. Ich dann im Übrigen auch. Ich sitze ja hier nur im Podcast. Das ist auch nicht gesellschaftlich notwendige Arbeit, um das ganz klar zu sagen. Ist schön, wenn es ihn gibt, sagen manche. Ja, das stimmt. Aber am Ende geht es auch darum, dass man Mehl und Butter im Hause hat. Und dann könnte man aber, wenn man diese Wirtschaft anders organisiert, allen mehr Freiraum ermöglichen. Und dann steht aber noch diese eine Frage. Also es ist auch, man muss sich auch klar machen, nicht alles ist immer über Wirtschaft und Ökonomie zu lösen. Man muss diese Frage, was einen wirklich interessiert, für sich herausfinden. Und das ist manchmal gar nicht so einfach. Bei mir war das relativ früh da. Ich würde sagen, so mit 13, 14 war für mich so der Punkt da, dass ich jetzt nicht genau wusste, ich will mal einen Wirtschaftspodcast machen oder so. Das kam natürlich erst später. Aber mich hat die Literatur interessiert, mich hat Philosophisches interessiert und dann bin ich sehr stark dabei geblieben und habe das intensiv verfolgt. Mhm. Und dann war ich auch von diesem Wege nicht mehr abzubringen. Und ich kenne andere Leute, da ist das etwas später. Ich kenne aber auch Leute, die eigentlich gar nicht sagen können, was sie interessiert. Und das ist sehr, sehr schade, weil es auch, es ist nicht leicht, es rauszufinden, aber es ist so wichtig, es rauszufinden. Gar nicht in dem Sinne, verwirkliche dich komplett selbst und mach dein Hobby zum Beruf oder so. Man kann auch etwas arbeiten, bei dem man nicht 100% drin ist, aber man muss dann noch jenseits der Arbeit noch was haben, was einen wirklich interessiert und wo man nicht einfach so lebt, wie Heidegger würde sagen, wie man so lebt. Ja, man macht dies, man macht das, man macht das. Aber das ist nicht das Entscheidende. Und das herauszufinden, da hilft einem jetzt nicht einfach eine ökonomische Theorie oder da hilft einem jetzt auch nicht Geld. Denn wenn man sich reiche Leute ansieht, die wissen auch oft gar nicht, was sie machen sollen. Oh ja. Deswegen rennen sie dann von morgens bis abends auf dem Golfplatz rum und wissen nicht weiter. Insofern ist das etwas, was man sicherlich durch eine gut aufgebaute Gesellschaft herausfinden kann. Wenn zum Beispiel Schulen existieren, die einen guten Musikunterricht haben, wo jeder mal zu einem Instrument greifen kann und dann wird er für sich herausfinden, ob es was ist oder nicht. So war das zum Beispiel bei mir, dass meine Eltern doch mir einiges ermöglicht haben, dass ich
zum Beispiel mal in, ich traue es mich gar nicht zu sagen, Sportvereinen war, damals sehr schnell rausgefunden habe, dass das nichts für mich war, dann habe ich mal Gitarrenunterricht genommen, dann habe ich mal Klavierunterricht genommen. Das war alles für mich doch ganz wichtig, um zu sehen, das ist es nicht. Also ja, klar würde ich jetzt gerne sehr gut Gitarre spielen können oder Klavier spielen können, aber ich wusste, das ist nicht mein Weg und ich bin auch nicht derjenige, der da kontinuierlich übt und fand jetzt auch nicht, dass ich besonders Talent dafür habe. Aber dadurch habe ich irgendwann gemerkt, nein, dann ist es was anderes eben. Und da aber eine gewisse Potenzialität herzustellen, das ist schon entscheidend. Aber dann muss man es nochmal für sich rausfinden und da gibt es nicht das einfache Rezept. Also man redet ja gern so den Rat, den man jetzt geben würde. Das ist auch eigentlich eine schöne Frage. Nur, glaube ich, würde ich diese Frage, müsste ich sie beantworten, sehr darauf beschränken, dass ich sage, ja, es muss schon ein jeder rausfinden, was einen interessiert. Und dann kann man von dort aus verschiedene Wege gehen. Schön, schön. Also mir hat mal jemand gesagt, das würdest du den ganzen Tag tun, auch wenn du kein Pfennig oder kein Mark oder kein Euro dafür bekommen würdest, dann bist du auf dem richtigen Weg. Das einfach noch als Gedanke zu deiner Ausführung. Ja. Ja, schön. Wir kommen kurz zu einem schnelleren Teil des Gesprächs, klipp und klar. Die schnellste Interviewform, die ich mir ausdenken konnte. Ich gebe dir immer zwei Begriffe, die vielleicht auch etwas mit dir zu tun haben. Und du würdest dich entscheiden für einen. Sehr intuitiv, wenn wir wieder beim intuitiven Bauchgefühl sind. Ich fange mal an. Cola Light oder Zigarette? Cola Light. Auf der Bühne oder vor der Kamera? Das ist eine schwierige Frage deshalb, weil ich mehr vor der Kamera bin, als ich auf der Bühne bin. Okay. Dann doch im Ganzen. Mhm. Aber die unmittelbare Begegnung des Publikums ist dann doch das, was einem mehr gibt. Und vor allem auch die Gespräche danach. Ja, schön. Allein im Kino oder im vollgepackten Saal? Allein. Blaue oder rote Pille? Ich könnte mit Slavoj Žižek antworten, wir brauchen eine dritte Pille. Ja, genau. Und das wäre sicherlich nicht falsch. Ich weiß, wie sehr das in Verruf geraten ist mit Matrix, mit Red gepillt sein, also irgendwas erkannt zu haben. Aber in gewisser Weise ist es auch unsinnig. Also die sollten sich das auch nicht komplett aneignen können. Also ich glaube, man hat doch jeder Mensch, der dazu neigt, nachzudenken und Dinge kritisch zu hinterfragen, kommt doch an Punkte, an denen er merkt, von hier aus gehe ich nicht mehr zurück, wohin. Ja. Und das kann im ganz Kleinen sein, dass man das Umfeld ändert, dass man sagt, nee, mit den Leuten gehe ich nie mehr weg oder ich halte es nicht mehr aus. Das ist das so. Und dass man da für sich etwas erkennt und dann sagt, da gehe ich nicht mehr zurück, dann ist man quasi derjenige, der eine rote Pille geschluckt hat. Insofern würde ich es gar nicht so übersteigern und das ist jetzt wahnsinnig politisch aufgeladen und ich glaube nicht, dass wir in einer kompletten Simulation leben und ich habe die richtige Pille genommen und erkenne jetzt alles oder so. Aber ich habe würde schon so weit gehen, dass es vorherrschende Ideologien gibt und dass, wenn man die eine oder andere für sich dekonstruiert hat, man tatsächlich sehr viel freier im Geiste ist, nicht unbedingt glücklicher, aber das ist ja auch nicht das Versprechen. Nie mehr lieben oder nie mehr Filme sehen? Das ist auch so eine Frage, aber ich glaube, es ist sehr verräterisch, dass ich jetzt so lange darüber nachdenke, dass ich so zögere und sagen wir so, ich möchte meine Liebe zu den Filmen nie verlieren. Oh, sehr gut. Influencer sein oder lieber ein Nobody? Es kommt ja immer darauf an, welcher Influencer. Also ich habe das Buch über Influencer geschrieben und meine Meinung, sie ist nicht besonders hoch. Der Nobody, da kommt es wieder darauf an, was ist das für ein Leben? Also Nobodies ist das also jemand, der nicht berühmt ist. Und sagen wir so, bei mir gibt es einen Drang
zur Öffentlichkeit, sonst würde man das ja nicht machen. Bei dir wird das ähnlich sein, sonst tritt man nicht auf, wenn man nicht gesehen werden will. Ja. Ich könnte es mir dann vorstellen, als Influencer etwas zu machen, was vielleicht dann das Influencer-Business zerstört. Das wäre vielleicht eine Idee. Das schaue ich mir an. Wir kommen zum nächsten. Kindlers Literaturlexikon oder die Bild? Kindlers Literaturlexikon. Der war einfach. Die Frankfurter Schule oder the School of Life? Frankfurter Schule. Okay. Mhm. Denken oder handeln? Ja, das ist vielleicht ein grundsätzliches Problem, wenn man durch die Frankfurter Schule sozialisiert ist, dass man das Denken mitunter so hochstellt, dass man das Handeln darunter vergessen hat. Oh, ich bin nicht derjenige, der das Handeln so gut kann. Ich bin jemand, der lieber nachdenkt über etwas. Und doch würde ich, wenn wir uns konkrete Probleme, nenne ich sie einfach mal, ansehen, das Handeln eigentlich bevorzugen und nicht sagen, wir gehen noch mal ins Oberseminar zurück und diskutieren das noch mal aus. Insofern, ich bin Teil des Problems, schlage mich aber hier auf die Seite des Handelns. Weiß aber auch, dass durch das Handeln das Denken ein bisschen blöde werden kann. Und deshalb versucht man sich ins Denken zu flüchten, um weiterhin intelligent zu wirken. Ich weiß aber gar nicht, ob es dann immer so intelligent ist. Das kann auch sehr sophistisch werden. Ja. Letzte Frage im schnellen Kontext. Ein Cocktail mit Karl Marx oder Theodor W. Adorno? Karl Marx, ganz klar. Okay. Das ging schnell. Danke erstmal für die Ausführung von Klipp und Klar. Wir haben jetzt schon die 30 Minuten überzogen. Meine Frage an dich, hast du noch 10? Ja. Noch 10 Minuten? Okay, dann komme ich mit der nächsten Frage. Ist eine Art eine These, die ich ein bisschen ausführen muss. Unser kollektives menschliches Bewusstsein ist immens wichtig. Ein mächtiger Mann sagte einst, change the perception of the people and you change the world. Ist das Bildungssystem und der Fakt, dass junge Menschen Infos aus dem Netz vorwiegend statt aus Büchern beziehen, auch der Auslöser dafür, dass hanebüchene Filme zu Kassenschlagern werden? Wenn die Menschen anderes Wissen aus anderen Quellen konsumieren würden, könntest du dir dann vorstellen, dass statt 0815 Remakes anspruchsvolle, tiefsinnige Filme die neuen Kassenschlager wären? Oder passiert das vielleicht gerade jetzt in einem Paralleluniversum? Mit dem Paralleluniversum bin ich skeptisch. Ich kenne die philosophische Richtung, kann das als logische Übung mal nachvollziehen, aber es ist nicht das, woran ich festhalten würde, wenngleich ich auch das Gegenteil nicht beweisen kann. Aber zu der eigentlichen Frage kann ich sagen, das ist nicht unbedingt eine Frage von Wissen oder Bücherwissen ist. Ich würde sagen, dass ein Großteil des Mainstream-Publikums in den 70er, 80er Jahren sicherlich ein bisschen belesener war, aber jetzt nicht so viel mehr an Literatur rezipiert hat, als das heute der Fall ist. Es ist jedenfalls etwas schwierig, das daran festzumachen. Was wir eher beobachten können an diesen 15 Remakes, die produziert werden und diese Comic-Multiversen, die immer weiter ausgebaut werden, ist, dass wir dort solche Marktkonsolidierungen haben und Konzentrationen von Kapital haben, besonders in Bezug auf den Disney-Konzern, aber auch in Bezug auf DC, dass man dort große Investments gemacht hat und diese Investments müssen sich weiterhin lohnen. Das heißt, man versucht eigentlich eine Risikominimierung vorzunehmen. Es ist ganz interessant, denn der Film ist ja eigentlich immer etwas für Risikokapitalgeber, wenn man so möchte. Denn selbst wenn man gute Stars hat, es gibt kaum jemand, der verlässlich
immer Publikum an die Kinokasse lockt. Das ist nicht gegeben. Früher gab es es vielleicht schon mal eher, aber auch das ist tatsächlich schwierig. Das heißt, einen Flop zu produzieren ist relativ hoch. Man kann eigentlich die Filmproduktion ein bisschen mit Startups vergleichen. Denn bei Startups sagt man ja auch, dass von 10 oder 20 eins durchkommt. Und ähnlich ist es auch beim Film. Man versucht natürlich, das Risiko zu minimieren. Und das kann man, indem man Fortsetzungen dreht, weil dann einmal der Erfolg schon bewiesen ist und dann kann man eruieren, wie weit kann man es noch treiben und wie kann man mit neuen Konstellationen Publika zusammenführen, zum Beispiel jetzt mit Wolverine und Deadpool macht man das, ja, und das Beste wäre natürlich, man würde im nächsten Jahr Wolverine, Deadpool und Barbie zusammenbringen, dann hätte man noch mehr Leute dabei, ja, und das ist aber etwas, was in der Logik der Risikominimierung liegt, nur ist meistens dann etwas Neues entstanden, sowohl in der Technik als auch in der Kunst, wenn man ins Risiko gegangen ist. Und diese Risikovermeidung führt eigentlich zu einer Kunstvermeidung. Und das macht das Kino sehr häufig zu einem recht langweiligen Ort, wenn man sich jetzt ganz auf die Blockbuster einschießen will. Jupp. Schön gesagt. Da komme ich gleich mit der nächsten Frage um die Ecke. Und zwar, Filme sind oft ein Abbild von unserem aktuellen Zeitgeist. Aber die Frage ist ja für mich, du hast mal in einem Interview gesagt, es fehlt in den modernen Filmen auch die Leidenschaft, die Liebe und auch die Sexualität im Vergleich zu früher, ganz klar. Aber wer formt denn den aktuellen Zeitgeist, der irgendwie auch dann die Leute auf eine Art und Weise beherrscht? Und warum muss das so sein? Was denkst du? Nun haben die Leute wahrscheinlich immer noch Sex, so habe ich mir zumindest sagen lassen. Aber es ist ja so, dass wir eine große Auslagerung, was den sexuellen Bereich erlebt haben, die, glaube ich, nicht gering geschätzt werden sollte, nämlich die Pornografie. War okay. Zwar in den 70er Jahren schon in entsprechenden Bahnhofskinos zu finden oder dann in den Videotheken in den 80er Jahren, aber das war doch etwas, was noch die Nische war. Eine relativ große Nische zugegeben, aber die Pornografie war nicht einen Klick weit entfernt. Das heißt, alles Sexuelle heute kann man sehr gut dahin auslagern und dann ist das andere ein Ort für etwas anderes. Okay. Ja, und damit hat man nicht mehr diesen gewissen Drang auch, das Sexuelle reinzubringen. Also wer früher auch Sexualität mal sehen wollte oder so, ging ins Kino. Das ist jetzt nicht ein Grund, warum man mal ins Kino gehen muss. Das hat man ja millionenfach woanders. Und das hat sicherlich auch dafür gesorgt, dass die Sexualität weniger eine Rolle spielt in den Filmen. Und ich denke auch, dass hinzu kommt, dass es eine große Verunsicherung natürlich gibt. Wir kennen all die Debatten, wie stellt man denn das eigentlich dar? Es gibt ja auch solche Gegenbewegungen dann, also Luca Guadagnino ist sicherlich ein Regisseur, der zeigt, dass man es auch anders machen kann. Aber ich glaube, gerade bei den großen Konzernen sagt man sich, ach, bevor wir da in irgendwelche Schwierigkeiten geraten, lassen wir das mal lieber ganz raus. Dann kommen wir nicht in irgendwelche heiklen Situationen. Und das ist eigentlich sehr, sehr bedauernswert, dass das so ist. Aber ich glaube, dass das noch weiter so anhalten wird. Denn es ist ja interessant, dass wir diese Filme haben, in denen Sexualität so gut wie nicht mehr vorkommt oder gezeigt wird. Zugleich aber wir eine Gesellschaft haben, die nicht nur durch Pornografie, sondern auch durch die sozialen Medien in einem starken Maße hypersexualisiert ist. Ja. Spannend. Noch eine Frage zu dir, was mich persönlich interessieren würde. Wir haben heute so viele Optionen. Es gibt den Spruch Options versus Decisions, Optionen und die Entscheidungen zu treffen. Hast du für dich eine Art Bucketlist oder gibt es irgendein Erlebnis oder irgendein Projekt, das du unbedingt noch neben all dem, was du schon jetzt tust, erleben oder sehen willst? Denkst du über solche Dinge nach? Ich denke immer wieder über
neue Projekte nach. Also es ist jetzt nicht so, als würde ich noch einen weiteren Podcast benötigen. Ich glaube, das ist so ganz gut abgedeckt, aber selbstverständlich denke ich immer wieder über etwas nach, was man machen könnte, was man schreiben könnte. Ich würde, glaube ich, gern mehr im oder überhaupt im nichtsprachigen Ausland, im nicht deutschsprachigen Ausland etwas machen. Also wenn da sich irgendwas anbieten würde, glaube ich, wäre ich für sowas zu haben, weil ich manchmal den Eindruck habe, dass doch gerade die bundesdeutsche Medienwelt sehr klein ist und auch sehr engstirnig ist. Und da finde ich das Ausland, allein schon, weil man es nicht kennt, interessanter. Ist ja immer, alle Leute, die man nicht kennt, sind meistens sympathischer. Erscheinen einem sympathischer als die, die man kennt. Ja. Ja, insofern ist da sicherlich wäre ich für etwas offen, aber ich habe jetzt nicht eine bestimmte Liste, wo ich sage, das muss ich auf jeden Fall mal machen oder so. Ich könnte mir vorstellen, dass ich mal noch irgendwas in die Richtung mache, dass vielleicht doch mehr Shows stattfinden, dass ich mal gucken würde, in welche Richtung das noch gehen kann. Also dann nicht klassische Vorträge, sondern dass man darüber hinausgeht. An sowas hätte ich tatsächlich Interesse, aber so gibt es eigentlich nichts Konkretes, denn bei mir geht es ja auch viel darum, dass ich die ganzen Projekte, die ich mache, auch regelmäßig bewältige. Und dann sind es eher solche privaten Ziele, dass ich sage, ich will dies und das lesen und will vielleicht ein bisschen mehr Zeit für Opernbesuche haben. So etwas ist da. Aber ich habe nicht so ein konkretes Ziel, auf das ich hingearbeitet habe. Und ich kann auch sagen, bei mir hat sich alles aus Zufällen heraus entwickelt. Das heißt, ich hatte nicht das Ziel, mal einen Podcast über Wirtschaft zu machen oder einen Podcast über Zeitgeist und Politik. Das ist so gekommen und dann leuchtete es mir aber in dem Moment ein, dass das genau das Richtige ist. Mhm. Sicherlich kann man Dinge ausschließen. Ich werde jetzt sicherlich kein Sportmoderator werden oder so. Aber sonst ist es immer so, dass mir das dann in dem Moment schon einleuchten muss und dann finde ich es auch interessant. Aber wichtig ist, dass die Projekte, die ich mache, alle so weitergehen. Und dann merkt man auch, dann ist das Zeitfenster nicht mehr so riesengroß, um jetzt ein regelmäßiges, ganz anderes Format zu machen. Das wäre sicherlich zeitlich schwierig. Ist das schon extrem produktiv. Aber etwas müsstest du vielleicht auch für die Wolfgang, für deine Anhänger, für deine Community, für deine Fans, vielleicht die wollen das auch mal hören. Ich weiß nicht, ob dich das jemand mal gefragt hat. Versprichst du der Welt, dass irgendwann ein Album von dir kommt? Weil als ich dich gesehen habe, wie du, ich war noch niemals in New York gesungen hast, war ich Feuer und Flamme, es war richtig geil. Und du hast auch schon auf einer Riesenbühne mit sehr viel Publikum, ganz am Ende der Show, hast du performt. Ja. Kannst du was sagen zu Musik? Weil ich glaube, das wäre eine Riesensache. Das wäre eine Mega-Sache, wenn da irgendwann so ein Album rauskommen würde. Das machen ja schon Regeln, urheberrechtlich und so. Da gibt es halt viele Wege, oder? Das machen doch tatsächlich jetzt die ganzen Influencer, dass sie plötzlich in die Musik gehen. Sagen wir so. Ich würde jetzt nicht ein Album, glaube ich, aufnehmen. Also ich kenne meine Grenzen und würde jetzt nicht sagen, hier sind die großen Schlager der letzten Jahrzehnte. Ich singe sie jetzt einfach nochmal ein. Was ich mir aber vorstellen könnte, dass ich im Rahmen von Live-Auftritten, weil ich nun wirklich gerne singe, das tatsächlich vielleicht sogar ein bisschen ausbauen würde oder so. Also dagegen hätte ich gar nichts. Aber ich sehe mich jetzt nicht Songs schreiben und die aufnehmen. Das glaube ich jetzt eher nicht, dass das jetzt mein Weg ist. Aber tatsächlich bin ich da ganz gut zu haben, wenn irgendwas Musikalisches ist. Das ist etwas, wo ich auch so sagen würde, wenn ich mir wünschen könnte, irgendwas anderes zu sein, ich wäre schon gerne Opernsänger oder so geworden, aber das war stimmlich gar nicht möglich, ich bewundere diese Opernsänger auch und in gewisser Weise beneide ich sie auch wiederum nicht, wenn ich sehe, was das für eine Strapaze ist, Opernsänger zu sein, wie sehr man auf sich aufpassen muss, die Stimme pflegen muss, aber es ist doch immer so, dass ich es so großartig finde, dass wenn in einem ein Lied zu singen anfängt, man es einfach singen könnte, also solche
Arien schmettern könnte. Das ist wirklich großartig. Ich kann mich ja nur irgendwo zwischen Schlager und amerikanischen Pop ein bisschen bewegen und da auch nur gewisse Dinge. Aber das macht großen Spaß. Also ich singe zu Hause und im Auto vor allem sehr viel. Cool. Ich glaube, das ist schon Musik in den Ohren für alle, die das gerne mal hören würden. Mehr live, mehr solche Situationen, wo du singst auf der Bühne. Ist auch wunderschön, wenn man die Energie vom Publikum spürt. Auch gut für mich zu wissen. Wir haben da nächstes Jahr ein paar größere Events und Bühnen und vielleicht können wir mal eine Anfrage rübersenden. Ich fände es mega cool, weil ich bin auch Fan davon. Die Zeit rennt, aber ich muss dir noch eine Frage stellen, weil ich habe auch noch was für dich geschrieben. Ich tue für jeden Gast seit 60 Shows eine kleine Poesie schreiben. Einen kleinen Rap-Text in dem Sinne, das habe ich für dich geschrieben. Aber ich hätte noch eine Frage, ich habe noch viele hier, die ich jetzt nicht mehr stellen kann, aber welches ist die geistreichste Aussage, die du jemals in deinem Leben gehört oder gelesen hast? Gibt es das? So auf die Schnelle. Gibt es da was? Die geistreichste Aussage oder eine. Gibt es in dem Sinne nicht. Ich muss bei solchen absoluten Aussagen immer daran denken, dass man sehr schnell dann in so eine Weisheitsgephase reinkommt, was man dann auch wieder nicht will. Ich glaube, man kommt eigentlich sehr weit, wenn man sich nicht auf so Einzelzitate versteift, sondern wenn man mehr versucht, ein systemisches Denken auch an den Tag zu legen. Und da hilft einem das schon, wenn man mal bei Marx nachliest, was er denn eigentlich meint, wenn er den Kapitalismus beschreibt. So ist es vielleicht ein bisschen schwer. Vielleicht von Spinoza gibt es diesen Satz, dass jede Entscheidung Verneinung ist. Und das finde ich sehr richtig. Also, dass man schon auch erkennt, man kann nicht alles machen. Und wenn man sich für das eine entscheidet, dann kann man sich noch nicht noch für die anderen 1000 Optionen entscheiden. Und diese Selbstlimitierung, die man vornimmt, ist zwangsläufig eine Limitierung, aber sie ist zugleich absolut notwendig, um irgendwie vorzukommen. Das ist doch was. Danke vielmals, auf jeden Fall. Wenn du noch kurz Zeit hast, würde ich jetzt noch die Lyrik dir vortragen, die ich geschrieben habe. Ich mache das sehr intuitiv, aber ich schreibe schon seit ich 18 Jahre bin Songtexte. Ich fange einfach mal an, bin gespannt. Der beste Filmkritiker heißt Wolfgang M. Schmidt. Wenn er ins Kino kommt, ist klar, dass du dein Popcorn vergisst. Von Koblenz bis raus in die weite Welt, Cola Light und der Style ersetzt einfach Trends. Bis es alle wissen, Wolfgang for Life, mein Freund, egal ob Buch, Podcast, YouTube oder Live, mein Freund. The best dressed German vor der Linse gerade, Filmanalyse legendär wie die Grinsekatze. Von Wolfgang und Ole ist ein neues Buch jetzt raus, es heißt Die kleinen Holzdiebe und das Rätsel des Juggernaut. Jeder hat einen Traum, die Vision liegt tief in dir. Swipe nicht dumm herum, google mal Ideologie, Kritik. Wohlstand für alle und die 29er, Bro. Für mich ist klar, wer eines Tages neuer Kanzler wird, Bro. Kunst ist Magie, befreit von der Lüge, Wahrheit zu sein. Theodor W. Adorno wusste anscheinend Bescheid. Freunde der Sonne, es wird Zeit für eine Revolution. Helden von heute kämpfen für euch und euer tägliches Brot. Die Welt ist längst schon verloren. Da scheiden sich die Geister, die Feder stärker als das Schwert, weshalb wir bei der Dichtung bleiben. Der Argonaut im Kosmokrat erkennt Horizonte nicht, er fliegt und hofft, dass sein Licht durch die Wolkendecke bricht. Sefin. Vielen Dank, das ist wunderbar. Also das habe ich auch noch nie in einem Podcast erlebt, dass noch sofort gedichtet wird auf einen. Vielen Dank. Ich muss nur eines wirklich durchstreichen. Also Kanzler auf keinen Fall. Ja, das dachte ich, dass du das sagst. Auf keinen Fall. Nee, Politikzirkus ist mega anstrengend. Ich hatte drei der Nationalräte der Schweiz bei mir und auch live in meiner Show erlebt. Und boah, nee, ich glaube, da bist du auch zu authentisch dafür. Da muss man wirklich drei Masken tragen. Aber schön hat es dir gefallen, das hat mich wirklich gefreut. Bevor wir Adieu sagen, hast du noch Zeit für eine letzte Frage, die ich noch unbedingt stellen wollte? Na bitte. Okay, und zwar der chinesische Markt, du hast vorhin China kurz angetönt, das wollte ich noch fragen.
ist für das Blockbuster-Kino immens wichtig geworden. Man sieht es in den Product Placements, bei den Nebenrollen, bei den Locations und, und. Man könnte sagen, Hollywood versucht sich fast schon anzubiedern. Ist das noch umzudrehen? Wird das ein Ende haben oder gibt es da keinen drin mehr? Man weiß gar nicht, ob es ein Ende haben sollte oder ob man schon wieder positiv darauf blicken könnte. Denn was wir ja gerade erleben, ist so eine eigenartige Blockbildung zwischen dem, was man als den Westen bezeichnet, und China. Und das führt natürlich nicht nur dann zu Wohlstandsverlusten auf beiden Seiten, wenn man mit Protektionismus und all dem anfängt, sondern das ermöglicht auch den Weg hin zu einer schießenden Auseinandersetzung, sprich zu einem Krieg. Und eigentlich wäre ein interkultureller Austausch jetzt das Wichtige, damit da nicht Brücken abgebaut werden, völlig zerschossen werden. Was natürlich hier passiert, ist nicht wirklich ein interkultureller Austausch, sondern man schaut, wo sind Märkte zu bedienen und man passt sich diesen Märkten an. Und das Tragische ist dann in Bezug auf die Hollywood-Filme, dass sie auf gewisse universalistische Botschaften, die sie durchaus mitunter enthielten, verzichten, damit sie auch in anderen Märkten reibungslos funktionieren können. Und das finde ich tatsächlich besorgniserregend, weil dies ja dann auch dem Publikum hier gezeigt wird und damit auch so eine Anpassung eigentlich an andere Normen stattfindet. Das wäre eigentlich etwas, was die Kunst unterlaufen sollte. Nun gibt es die chinesische Zensur, die sicherlich darauf blickt, wie Darstellungen sind. Ja. Es wäre eigentlich, denn über einen solchen künstlerischen Austausch ist durchaus ein anderes Verständnis möglich und nicht im Sinne dieses Opportunismus, sondern um zu zeigen, was verbindet uns denn eigentlich, beziehungsweise wo könnten wir losgelöst von irgendwelchen Staatsideologien agieren. Es gibt gerade diesen interessanten Film ISS, der spielt, wie der Name schon vermuten lässt, im Weltall, und plötzlich bekommen die Astronauten, es sind Russen und Amerikaner an Bord, mit, dass der Erdball brennt. Was ist da los? Der Dritte Weltkrieg ist ausgebrochen. Russland kämpft gegen USA. Und nun stehen sich diese Astronauten gegenüber und sind aber sich plötzlich nicht mehr als Kollegen oder Menschen gegenüber, sondern sie berufen sich jetzt an jeder auf die eigene Nationalität. Obwohl sie ja Ewigkeiten weg sind von zu Hause, verstehen sie sich plötzlich in erster Linie als Russe oder in erster Linie als Amerikaner. Und man ahnt, was dann passiert. Sie werden zu erbitterten Feinden, ohne Not eigentlich. Und dieser Film zeigt das sehr schön. Und eigentlich müsste man in so einer ISS-Sphäre im Film schaffen, wo eigentlich so eine Kooperation stattfinden kann. Und das bedeutet allerdings auch, dass man jetzt nicht überall mit Maximalforderungen reingehen kann, sondern dass man auch versucht, nochmal eine Sphäre der Kunst zu schaffen, wo vielleicht auch man sich von manch tagespolitischen Erwägungen loslösen kann. Ich meine, ich spreche hier mit einem Schweizer. Diese Schweizer Neutralität hat sicherlich auch ihre Fallstricke, aber ich sehe das auch mit großer Sorge, dass man so bereit ist, diese Neutralität immer weiter aufzugeben, weil darin liegt schon auch etwas Utopisches. Ich weiß auch, dass da viel aus Opportunismus an Neutralität entsteht oder entstanden ist in der Vergangenheit, aber daran steht auch nochmal was anderes, denn das vielleicht doch nochmal auf einer anderen Sphäre zusammengearbeitet werden kann. Und deshalb würde ich sagen, ist es eigentlich sehr angebracht, dass die Kunst das tut, aber das ist überhaupt nicht in Sicht, sondern das sind sehr kühle Interessen, die da in Gang gesetzt werden und die dann am Ende auch eben das Drehbuch mitschreiben. Das ist also interessant, das ist nicht das Werk eines Drehbuchautors dann, sondern die geopolitischen Akteure schreiben sozusagen mit etwas hinein. Wenn man, also nicht in dem Sinne, dass die jetzt immer mit dem kurzen Draht nach Hollywood telefonieren, aber
oft ist es ja auch schon die Schere, die man im Kopf hat, die einen gewisse Dinge nicht mehr schreiben lässt. Insofern ist es schon richtig zu sagen, dass also Staaten auch bei der Produktion von Drehbüchern indirekt beteiligt sind. Das wohl wahr, aber das ist ein Appell für das Zusammenrücken, für das Näherrücken. Das finde ich schön. Ich glaube, wie du auch sagst, wir sollten näher zusammenrücken. Am Ende sollten wir schauen, was wir gemeinsam haben und nicht immer nur, was uns unterscheidet. Wunderschön, Wolfgang, danke dir für diese Worte. Folgt dem Wolfgang auf all seinen Kanal. Er hat da einiges mehr Follower als ich, aber ich sage es trotzdem. Kauft seine Bücher, schaut seinen Content, geht auf YouTube, schaut seine Podcasts. Die Welt braucht Menschen wie ihn sehr dringend. Wir können hier auch noch die Webseite einblenden. Wolfgang, ich danke dir wirklich herzlich für das Gespräch. Koray, ich danke dir. Ja, es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass wir uns auf den Brettern, die die Welt bedeuten, einmal in live sehen werden, vielleicht sogar in einem gesanglichen Kontext, wo es um Musik geht. Das würde mich sehr freuen. Und bis dahin weiterhin nur das Beste, privat wie auch in der Arbeit. Weiterhin viel Freude und viel Gesundheit. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Und ich werde weiter jede Filmanalyse schauen und auch sonst in deine Podcasts reinschauen, die 29er, wo schon für alle deine Bücher verfolgen. Danke vielmals für deine Zeit. Ich danke gefreut. Dir. Ich mache noch eine Abmoderation mit Wolfgang. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das wäre schon wieder gewesen. Schaltet nächstes Mal wieder ein, wenn es heißt, willkommen zu einer neuen Folge von der Koray Sanchez Show. Bis dann, ihr seid lieb, macht fleissig Liebe, bleibt gesund und wir sehen uns bald wieder. Das ist der Wolfgang M. Schmidt, Ladies and Gentlemen. Wolfgang, danke dir vielmals. Tschüss zusammen. Macht's gut. Tschüss.